auf eine weiche Runde Schach auf leadchess.org. Der Gegner öffnet die Blitzpartie mit erstens D4 und möchte hier das Damengambit spielen. Die gleichnamige Serie. Was wohl zuerst da war, man ist sich nicht ganz sicher. Spielt hier frühes C5. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Gegen hier den Triangelaufbau, zu dem ich auch schon ein Video gemacht habe. Ich glaube, das ist nicht gut und ich glaube, man sollte direkt das attackieren, indem man hier B6 spielt. Das Problem ist, dass nach B4, A5, also B4 deckt den Bauern, dann greife ich den B4 an, dann deckt er den mit A3 und dann kann ich hier auf B4 rausschlagen. Und er kann nicht zurücknehmen, weil der Turm hängt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kompliziert, aber ich denke, vielleicht wird man das gleich sehen. Er muss auf jeden Fall was machen, weil der Bauer auf C5, der hängt jetzt natürlich. Und wenn er den hier auf B6 schlägt, dann schlage ich den mit dem A-Bauern zurück und habe immerhin schon meinen Turm auf der halboffenen Linie. Das heißt, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Plus, wenn er jetzt hier schlägt, schlägt, dann habe ich auch immer die Möglichkeit, C5 zu spielen. SRB-Bauer unterstützt schon mal C5. Ja, normalerweise schließt man hier auf keinen Fall beziehungsweise nimmt man hier den Druck vom D5-Bauern runter, das wollte ich eigentlich sagen. So, er macht jetzt hier B4, darauf mache ich A5. Und jetzt kann er, wie gesagt, nicht A3 spielen, weil dann kann ich auf B4 rausschlagen. Und er kann den nicht zurücknehmen. Aufgrund dessen, dass der Turm hängen würde. So, hier, das hier verdient, denke ich, einen Bauern, da ich hier mit Läufer schlägt B4 einen Bauern rausschlage und das mit Schach tue. Im nächsten Schritt kann ich dann auch den, oder? Das wollte ich nicht, den Bauer auf B6 zurückschlagen. Jetzt habe ich einen mehr. Der D4 hängt, der wird wahrscheinlich aber E3 spielen. Ich denke, es wird ein Mauslip gewesen sein. Ich denke, er wollte vielleicht auf D5 schlagen und hat dann aus Versehen C5 gespielt. Das mag passiert sein. Ich denke, ich entwickle mich einfach weiter mit Springer F6. Wenn er jetzt den Läufer zieht, zum Beispiel nach D3, dann spiele ich einfach Läufer nach A6. Spielt jetzt hier A3. Ich denke, die Idee wird einfach sein, dass er dann Turm B1 folgen lassen möchte. Das scheint mir auch gar nicht so doof zu sein. Müssen hier Läufer E7 spielen, auf Turm B1 muss ich sogar leider Dame A7 machen, damit der Springer auf B8 noch gedeckt bleibt. Wir rochieren hier aber erstmal kurz. Und er spielt H3. Machen wir H6. Er möchte natürlich seinen Läuferpaar nicht abgeben. Und jetzt kommt Läufer D3. Auf den Zug habe ich gewartet. Jetzt spiele ich Läufer nach A6. Und greife hier den Läufer direkt an. Er spielt Dame nach E2. Ist, denke ich, ein sinnvoller Zug. Und ich könnte mir vorstellen, einmal rauszuschlagen. Dann Springer D7 zu spielen mit der Idee C5. Turm B1 liegt natürlich immer ein bisschen in der Luft. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, ich spiele sogar erst Springer D7. Der Läufer auf F4 steht stark, weil er das Feld B8 kontrolliert. So, jetzt schlage ich aber auf A6 raus und spiele dann tatsächlich auch direkt C5. Hat auch den Vorteil, dass ich vielleicht das Feld für die Dame habe, aber er wird wahrscheinlich den anderen Turm benutzen. Dann könnte ich mir aber auch überlegen, einfach Dame A7 zu spielen. Er hält ein Auge auf den Bauern auf C5, kontrolliert die Einstiegsfelder und ich denke, das werde ich auch machen. Damit C6 hat den Nachteil, dass dann der andere Turm ebenfalls auf die Linie meiner Dame kommt und das möchte ich natürlich verhindern. So, die Frage ist, auf Springer schlägt, wird er wahrscheinlich Dame D4 machen, nehme ich an. Ich glaube aber nicht, dass das so ein Problem ist. Auf Dame D4 ziehe ich den anderen Springer ins Zentrum. Nee, er geht auch direkt zurück. Dann ziehe ich ja, denke ich, aber trotzdem den Springer zurück ins Zentrum. Ruhe hier Springer C3, was den Turm und die Dame angreifen würde. Turm C1 deckt das natürlich. Hier Turm C8 deckt nochmal meinen Springer und vielleicht habe ich Hoffnung, doch noch irgendwann den Springer auf C3 zu installieren. Ich würde natürlich gerne den Springer wegziehen, weil dann würde der Bauer auf A3 auch hängen. Zudem würde ich hier gerne, glaube ich, die Läufer tauschen, Läufer D6, damit ich das Feld B8 kontrolliere. Auf Springer E4 kann ich immer noch den anderen Springer nach E4 ziehen. Das deckt den Läufer auf D6 ab. Heißt, er schlägt hier raus, ich schlage zurück. E4 verstehe ich nicht ganz, das sieht eher nach einer Schwächung aus. Und jetzt habe ich das, hab ich, kann ich das Feld B8 benutzen.
Ich werde hier aber erstmal den anderen Springer nach E4 stellen. Der Gegner bietet Remis an, aber die Stellung möchte ich natürlich ausspielen. Da ich hier einen Bauern mehr habe. Jetzt geht auch Springer nach C3, was die Dame und den Turm angreift, wie früher schon angesprochen. Macht Dame D3, dann nehme ich auf B1 raus. Weil wie er den wieder nimmt, nimmt er mit dem Turm wieder. Aber jetzt können wir für den Figurentausch gehen. Er hätte den auch gar nicht mit der Dame nehmen können, weil dann der Bauer auf E3 hängt. Er schreibt jetzt gerade rein, I need to go, sir, please. Also wenn er gehen möchte, muss, dann kann er auch gerne aufgeben. Das steht ihm natürlich völlig frei. Frage ist, wie beende ich jetzt die Partie am Obersten? Ich denke, hier die zweite Reihe zu besetzen kann ein Fehler sein. Zweites möchte ich den Turm auf der zweiten Reihe. Jetzt schreibt er, my mom is calling and I'm not able to concentrate. Seine Mutter ruft an, er versucht ja alles fürs Remis. Und besonders die Partie ist, glaube ich, also ja, die Partie ist noch nicht mal gewertet. Und er versucht hier jeden Trick, um das Remis zu erschnurren. Das ist echt, das hatte ich auch noch nicht. Ich möchte natürlich Springer D4 spielen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Zwei Türme sind natürlich sehr, sehr stark auf der zweiten Reihe. Springer D4 greift den leider auch direkt an. Könnte... Könnte erst das Schach geben. Ich denke, das Schach zuerst zu geben ist schlauer. Geht hier hin, dann kann ich hier das Schach geben und dann kann ich den Bauern sogar überlegen zu schlagen, wenn ich möchte. Ich denke, dagegen spricht auch erstmal tatsächlich nicht so viel. Macht Dame C3, das scheint mir auch ein sinnvoller Zug zu sein. Ich könnte jetzt sogar versuchen, mal die Türme so hinzustellen. Sieht man irgendwie auch nicht alle Tage, dass ich hier so nah nebeneinander neben dem König, nah neben dem König, so nah nebeneinander auch stehen. Die ist einfach, dass ich jetzt zwei Schachs geben möchte. Bisschen doof finde ich, dass meine Dame nicht so aktiv ist. Das ist wirklich doof. Machen wir hier Dame A6. Der Vorteil ist auch noch, dass C8 kontrolliert ist von meinem Springer. Dame kontrolliert jetzt auch das Feld F1. Das hätte mir aber mehr gebracht, wenn meine Türme andersrum stehen würden. Also das heißt andersrum, auf der zweiten Reihe verdoppelt. Schachs bringen mir auch gar nicht so viel, ne? Schach. Kann halt die ganzen Schachs geben, aber das bringt alles gar nicht so viel tatsächlich. Mach erstmal H5, um hier ein bisschen die Bauernstruktur anzugreifen und schlag den dann wieder. Senkt der Springer auch in manchen Varianten. Zum Beispiel, ja, genau, wenn er den jetzt nicht zieht. Hätte ich den Turm hier abtauschen können mit Turm H1, so wie ich es jetzt mache, und dann. Was wollte ich sagen? Und dann hätte ich den Springer rausschlagen können, das wollte ich sagen. So, jetzt aktivieren wir hier mal die Dame mit Dame nach C4, bieten den Damentausch an. Lehnt er natürlich ab, aber jetzt haben wir Dame A2. Oh, ich habe noch 36 Sekunden, das ist wichtig zu merken. Ich bin hier E5. Und wenn der Springer zieht, haben wir Matt in einem Zug. Und zwar das Feld nach F5. Ich finde gut, dass er eine Revanche haben wollte, obwohl seine Mutter anruft. Zumindest laut seiner Theorie. Und ja, die Partie war eigentlich relativ gut früh einen Bauern gewonnen. Ich denke, das wird ein Mausip gewesen sein. Also wenn nicht, dann ist auf jeden Fall der Zug sehr, sehr schlecht. Guck mal kurz rein, wie viele Leute in dieser Stellung hier C4 spielen, beziehungsweise C5. Das ist jetzt die Meisterdatenbank, also wo nur sehr starke Spieler, ich glaube über 2200 Elo aufgeführt werden. Da gibt es generell nur zwei Partien in der Stellung. Wir gucken mal, ich schalte mal kurz um auf Leeches und hier alles, ist mir egal. Da gibt es natürlich dann deutlich mehr Partien. Und ja, also C5 wird tatsächlich sogar in 600 Partien auf Leeches. Da wurde schon auf 677 Partien in Leeches gespielt.
Ich denke, C5 war ein Maustipp. B6 ist richtig. Man muss hier das direkt bestrafen. Man weiß erlaubt, hier mit B4 und vielleicht auch A4 oder A3 zu spielen. Dann ist es tatsächlich gar nicht so schlecht. Weil es schränkt natürlich auch extrem meinen Läufer ein. Und wenn man das aber direkt angreift, dann ist das nicht so stark. Weil was ich zeigen wollte, war, B4, A5, A3 funktioniert nicht. Beziehungsweise nicht so gut, weil dann der. Weil er hier nicht zurückschlagen kann, weil dann der Turm hängt. Er kann natürlich, wie der Computer jetzt anzeigt, noch auf B8 schlagen. Da kann man sogar die ganzen Springer von hier auf C5 nehmen. Das ist ja interessant. Da gab es auf Lichess sogar schon eine Partie, die so gelaufen ist. Ich denke, die Argumentation dahinter ist einfach, dass der Gegner sich extrem schlecht entwickelt hat und man hier die zentralen Bauern bekommt. Und man bekommt hier wahrscheinlich sogar noch den Bauern auf A3, der hängt dann auch jetzt direkt im Anschluss. Also man bekommt wirklich eine Bauernmasse. Interessant zu wissen. Und so kam es ja auch, er macht hier, aber er schlägt den hier raus. Dame B6 ist sogar besser, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wahrscheinlich war. Weil ich den Bau noch so gewinne, schlägt. Ach. Aber ich den D4 gewinne, ne, in der Variante. Er muss ja immer blocken, er muss dieses Schach blocken. Und dann hängt immer der, ja. Und der D4 ist wichtiger als der B4-Bauer, in dem Fall natürlich. Und daher hier in dem Fall habe ich zwar auch einen Bauern mehr, aber nicht den wichtigen D4, sondern halt den B-Bauern. Deshalb ist das besser. Der kann es auch gar nicht verhindern. Okay. Gut, das ist, denke ich, B4 ist natürlich direkt zu schlagen, sogar der logische Zug. Scored sogar extrem gut für Weiß. Ich glaube, weil einfach die B-Linie halt offen ist und man sich als Schwarzer noch nicht so gut entwickelt hat. Gut, Läufer E7. Noch ein bisschen schneller durch. Ich denke, H6 war auch nicht so nötig. War aber okay. Springer D7. Schlägt C5 ist okay. Wie gesagt, Dame C6, dann laufe ich auch immer direkt hier in sowas rein. Kann natürlich C4 spielen, aber perfekt ist es nicht. Irgendwann muss ich die Dame auf jeden Fall wieder ziehen. Aber wäre auch gegangen. Er nimmt den wahrscheinlich erst und benutzt dann früher oder später aus, dass meine Dame hier auf der Ziellinie steht und greift sie an. Und daher habe ich hier, glaube ich, auch Dame A7 gemacht. Genau, Springer schlägt. Dame D4 hatte ich ja angedacht. Okay, dann kann ich auch einfach mal eine Dame ziehen. Oder vielleicht den Springer wegziehen. Das ist auch nicht schlecht. Genau. So. Ich glaube, D6 ist vielleicht nicht der beste Zug, aber immerhin räumt es, wie gesagt, das Feld B8 frei. Und hier stellt er dann die Qualität ein und von da an ist es relativ klar. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mich es gerne wissen, indem ihr eine positive Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Für weitere Videos, wenn ihr die nicht verpassen wollt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal unten kostenlos abonnieren. Könnt ihr jederzeit rückgängig machen. Kein Problem. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Erfolg in euren Schachpartien. Bis dahin.